Und dann ist die Nacht auch wieder vorbei. So, dann können wir weiterarbeiten. Da gibt es noch eine Kohle. So, Steine waren hier, ne? 5. Bäm. Bäm. Gut. Also, dann machen wir hier halt wirklich das Niveau, auf dem wir uns bewegen wollen. Spitzhacken. So, das heißt, ich sollte jetzt wirklich eine Baustellenkiste mir besorgen. Geronimo! Bam! Okay. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Das ist alles Gartenarbeit. Die Erde, die Erde, die Erde, die Erde, die Erde. Erde ist für Gartenarbeit eh immer gut. Gut, das hier ist alles Gartenkiste jetzt von mir aus. Das heißt, wir machen uns eine neue Kiste. Und das gibt jetzt die Baustellenkiste. Na komm, machen wir uns zwei. Weil ich davon ausgehe, dass wir viel Stein abbauen werden. Nein, du sollst dahin. So. Gut, dann würde ich mal wieder zurückgehen in unsere Grube. So. Dann sind wir hier hinten wirklich einmal komplett außen rum. Da gab es schon wieder Kohle, ich habe sie gesehen. Die werden wir uns nachher holen. So, da haben wir wieder Kohle, 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 Kohle. Boah, hier gibt es aber Kohle. Super. Okay. Dann hätten wir hier quasi das Niveau erreicht, das wir haben wollen. Machen wir es auf der anderen Seite genauso auch nochmal. Was bedeutet, dass wir eigentlich einen bestimmten Bereich da drüben sogar auffüllen müssen, nämlich den hier. Den einen holen wir, den Block, den holen wir dann nachher ab. Pam, 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 pam. Zack und zack. Zack und zack. So, die nächsten Steine bitte. Diorit. Das ist total witzig, dass es lauter unterschiedliche Steine sind, die ich hier habe. Nicht, dass ich die gerne gehabt hätte, aber okay. So, tack. Okay, und dann wäre hier 7. Nee, 6. Ja, 7. Doch 7. Tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Wir nehmen als Steine halt das, was wir kriegen können. Da sind wir gerade gar nicht anspruchsvoll. So, 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 so. Ja, das war nicht so geplant. Na, so und so. Wunderbar. Sieht jetzt auch nicht so wild aus, dass die paar Dinger ein bisschen anderer Stein sind. Finde ich zumindest. Es ist halt so. So, dann sind wir auf jeden Fall da auf dem Niveau, das wir haben wollen. Das heißt, hier hinten können wir. Noch das Zeug wegschmeißen. So. Und dann machen wir halt wirklich auf dem Niveau jetzt eben oder planen.
So. Das haben wir. Dann geht's um die Ecke. Dann bringen wir mich um die Ecke und dort finden. Ich habe mich schon gewundert, warum es keine Tiere gibt. Scheinbar gibt es Tiere, aber die haben keine Skins mehr. Oder was ist da los? So, nächste Spitzhacke. Wie viele habe ich eigentlich noch? Da habe ich noch eine. Die würde ich mal dahin tun wollen. Und dann hier noch einen. Genau. Gut, dann hätten wir das alles auf jeden Fall schon mal auf einem Niveau, inklusive eines Rundganges. Und dann würde ich den äußeren jetzt auch noch mal machen. Bei den könnte man. Den können wir eigentlich lassen. Den brauchen wir ja nicht. Das ist ja jetzt wirklich nur für uns eigentlich. So, und das war jetzt ein bisschen doof. Dafür nehmen wir jetzt hier die Kohle mit und dann füllen wir es mit Diorit auf. Genau, dann würde ich mal hier sagen, wo habe ich denn Diorit? Da habe ich Diorit, dann ist das die 5. Zack, zack, zack und zack. Ja. Okay, also die Pferdeskins gibt es offenbar nicht mehr wirklich, aber die Pferde noch. So. Gut, dann können wir noch quasi schauen, ob das dann wirklich so passt, wie wir das haben wollten. Wir ziehen jetzt halt auf einmal durch einmal komplett außen rum. Was mir dann auch auffällt, ist, dass ich vielleicht mir noch eine Werkbank da unten an meine Baustellenkiste packe, weil ich ja jetzt bald außerhalb von Spitzhacken bin. Also außerhalb, out of. Quasi, dass mir die Spitzhacken ausgehen. So, das wie gesagt, das war jetzt ein bisschen doof hier, dass wir das komplett gemacht haben, weil wir das eigentlich gar nicht brauchen. Weil der Außenbereich ja Ehfels wird. Hier soll ja der Lauf der Weg werden. Da hinten vielleicht auch, aber insgesamt. Naja, wir schauen einfach mal, wie gut wir da vorwärts kommen. So. Genau. Super. Super duper. Oder sabadaba. Okay, und dann können wir da eigentlich wieder zurück und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder. Wie gesagt, das Diorit würde ich vielleicht sogar rausreißen, weil das Diorit, soweit ich das weiß, nicht so der harte Stein ist.
Deswegen bin ich fast am Überlegen, ob ich da nicht einfach normale Schottersteine reinhaue. Okay, und das war die Geschichte. Das heißt, wir brauchen jetzt Baustellenkisten. Die setzen wir mal da und dahin. Die können wir ja später immer noch wegmachen. Dann würde ich das hier alles mal wegtun. Dieses Gestein. Das da hier vielleicht sogar auch. Kopfsteinpflaster, ja, genau. Granit. Oh, Granit wäre cool. Zack, zack, zack und zack. Den behalten wir, aber nicht hier. Da hauen wir dann die Axt wieder rein. Und dann gehen wir erstmal schlafen. So, und da bin ich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch eine Druckplatte dahinsetze. Ob das vielleicht was bringt oder geht. Wir schlafen jetzt auf jeden Fall erst einmal und dann würde ich mir vielleicht da unten, da hinten an der Baustelle eine kleine Werkbank bauen. Vielleicht auch hier. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich, das kann ich ja später dahin umziehen. Aber jetzt momentan brauchen wir sie eigentlich hier. So, deswegen einmal komplett Werkbank bitte. Dann einmal 5 bitte. Zack. Und dann einmal die Sticks 1. Soll ich denn bitte mit einer Schaufel? So war das. Zack und zack. Und dann würde ich ganz gerne hier nochmal einen Kopfsteinpflasterstein haben. Und das wäre dann so. Und dann sagen wir doch hier einmal zack und zack. 1, 2, 3. So. Mehr als zwei weitere kann ich eh nicht machen, weil ich dann nicht mehr genug Stickies habe. Aber da können wir ja wieder welche herstellen. Tak, 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 tak. Ist okay. Machen wir die halt. Gut, und dann machen wir hier vielleicht mal neue Dielen. So, zack, zack. Und dann würde ich hier mal schauen. Einfach zum Ausprobieren. Dann kannst du auch hier bleiben und dann können wir dich noch mal machen wir hier vielleicht noch mal zwei, eins und zwei. So, und dann würde ich da hinten mal kurz gucken wollen. Was passiert, wenn ich jetzt hier sage 7, 8? Okay. Gut, und dann ziehen wir hier noch mal ums Gebäude. So. Wunderbar. Und dann hätten wir dieses nämlich auch geschafft. Und dann können wir jetzt wirklich sagen, wir bauen erstmal den äußeren Wall auf. So, das heißt, ich kann eigentlich den ganzen
Das ganze Gelumpe kann ich eigentlich alles wieder wegtun. Die Axt will ich eigentlich behalten, weil die Axt eigentlich nichts Baustelliges ist. So, nur die Spitzhacke ist baustellig. Eine würde ich ganz gerne behalten, die Schaufel kann auch da bleiben. Diese Axt würde ich auch gerne behalten, so rum machen wir das dann nämlich. Und dann würde ich sagen, können wir die ganzen Kopfsteinpflaster wieder mitnehmen. Andesit will ich nicht, Kopfsteinpflaster will ich. Wir wollen ja ganz normale Steinmauern bauen. So, Granit kann weg.